Hallo liebe Häckl-Freunde, heute präsentiere ich euch diese wunderschöne Jacke, zu der mich eine alte Steinmauer inspiriert hat. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Raglan von oben Jacke mit V-Ausschnitt. Der obere Teil und die Ärmel sind nur mit Stäbchen gehäkelt. Für den unteren Teil habe ich ein dekoratives, durchbrochenes Muster verwendet. Vier schöne Knöpfe sowie die unten leicht abgeschrägten Schmalkanten runden das Gesamtbild perfekt ab. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr wie immer auf der Materialseite, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Ganz wichtig, für den Anschlag nehme ich eine halbe Nummer weniger als nachher. Ich nehme zum Beispiel eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle zwei Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass zwei Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen zwei. Diese zwei Schlaufen verwenden wir nicht. In die dritte Schlaufe von der Nadel aus gesehen stechen wir ein, holen den Faden durch. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Diese beiden verwenden wir nicht, sondern den dritten Faden von der Nadel aus gesehen. Hier stechen wir ein, holen den Faden durch, ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen zwei. In den Querfaden einstechen. Den Faden durchholen, den Faden durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen zwei. Wir haben jetzt vier Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Und jetzt erkläre ich euch, wie viel ihr anschlagen müsst. Dazu braucht ihr einen Block, einen Kugelschreiber und einen Taschenrechner und ein Maßband. Mit dem Maßband messt ihr euren Halsumfang unter dem Kehlkopf. Bei mir ist der Halsumfang ca. 37 cm. Wenn wir jetzt einen runden Ausschnitt machen würden, würde der so aussehen und das wären 37 cm im Umfang. Wir machen heute aber einen V-Ausschnitt und das bedeutet, dass wir für die Anfangskette diesen Teil hier nicht benötigen. Und deshalb brauchen wir für die Anfangskette nur circa 2/3 dieses gesamten Halsumfangs und 2/3 sind ungefähr 67%. Das bedeutet, wir berechnen 37 cm mal
67%. Das könnt ihr ganz einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Bei mir ergibt das 24,79. Das runde ich auf 25 cm und so lang muss meine Anfangskette ungefähr sein. Danach müssen wir noch eine Maschenzahl auswählen, die für die Einteilung passt, aber zunächst macht ihr eure Anfangskette so lang, wie ihr das berechnet habt, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das benötigte Maß erreicht und jetzt müssen wir schauen, welche Zahl am besten zu dieser Kette passt. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke und ihr müsst eine dieser Maschenzahlen auswählen. Und bei mir wären jetzt zum Beispiel 25 cm 40 Maschen. 40 passt aber nicht, 42 passt, das heißt, ich mache noch zwei Maschen mehr. Also einfach schauen, welche Zahl am besten zum Maß passt. Das Maß darf ruhig 1 cm mehr sein, aber die Maschenzahl muss eine dieser Zahlen sein, die oben stehen. Und jetzt wenden wir die Arbeit und ich steige auf eine Häkelnadel Nummer 4 um und jetzt müssen wir unseren V-Ausschnitt einteilen. Zunächst häkeln wir 3 Luftmaschen. Das ist das erste Stäbchen. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und jetzt könnt ihr oben nachschauen, bei welcher Anfangszahl ihr wie viele Stäbchen häkeln müsst. Ich hatte am Anfang 42 Maschen und ich muss jetzt 9 Stäbchen häkeln. Und ihr schaut oben nach, wie viele Stäbchen ihr häkeln müsst. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 9 Stäbchen gehäkelt. Wir haben am Anfang ein Ersatzstäbchen, dann die 2 V-Stäbchen und ab dem V habe ich jetzt 9 Stäbchen. Wichtig, dieses Stäbchen nicht mitzählen. Und jetzt kommt wieder ein V. Wir häkeln in die nächste Masche ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und jetzt folgt die doppelte Anzahl wie beim Ärmel. Das ist ein Ärmel. Jetzt folgt das Rückenteil. Das heißt, ich häkle jetzt 18 Stäbchen ab dem V und ihr schaut oben nach, wie viele Stäbchen ihr braucht. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Bei mir sind es 18. Ganz wichtig, das V-Stäbchen nicht mitzählen. In die nächste Masche häkeln wir wieder ein V. Das heißt, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Jetzt folgt dieselbe Anzahl Stäbchen wie hier. Bei mir waren es 9. Und ihr schaut oben nach und wenn ihr eure Anzahl gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den zweiten Ärmel quasi eingeteilt und jetzt bleiben 2 Maschen übrig. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und dann häkeln wir noch ein Stäbchen. Diese Stäbchen am Rand sind
die Basis für unseren V-Ausschnitt. Hieraus entwickeln wir die Vorderteile und wir wenden die Arbeit. Und die zweite Musterreihe unterscheidet sich von der ersten dahingehend, dass wir hier immer mehr Zunahmen machen als in der ersten Musterreihe. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir verdoppeln das erste Stäbchen und dann häkeln wir ein Stäbchen auf das V-Stäbchen. Unser Vorderteil hat jetzt 3 Stäbchen. Dann häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann häkeln wir auf alle vorhandenen Stäbchen ein Stäbchen bis zum nächsten V. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim V angekommen und in jedes V häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Das heißt, in dieser zweiten Musterreihe ist dieses Ärmelteil nun um 4 Maschen angewachsen. Und genauso ist es auch beim Rückenteil. Wir häkeln wieder auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen bis zum nächsten V. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch ins nächste V häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und somit ist das Rückenteil in dieser Reihe um 4 Stäbchen gewachsen. Und wir häkeln wieder auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen bis zum nächsten V und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch ins letzte V häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann häkeln wir ein Stäbchen auf das normale Stäbchen und ins Ersatzstäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in die dritte Luftmasche. Wir haben auch am Anfang der Reihe das erste Stäbchen verdoppelt, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Am Anfang der Reihe kommen ebenfalls mit den Zunahmen 5 Stäbchen zusammen. Damit das mit den Zunahmen nicht zu schnell geht, machen wir in jeder ersten Musterreihe weniger Zunahmen. Hier beginnen wir nur mit 3 Luftmaschen und häkeln alle Stäbchen bis zum V. Und ins V häkeln wir nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Das bedeutet, das Vorderteil ist jetzt von 5 Stäbchen auf 6 Stäbchen angewachsen. Und wir häkeln den Ärmelteil bis zum nächsten V und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Stäbchen gehäkelt und ins V häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Das bedeutet, der Ärmel ist jetzt um 2 Stäbchen breiter geworden.
In der zweiten Musterreihe ist er um 4 Stäbchen angewachsen. Genauso ist das beim Rückenteil. Wir häkeln alle vorhandenen Stäbchen bis zum nächsten V. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch ins nächste V häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und somit ist auch das Rückenteil um 2 Stäbchen breiter geworden. Und wir häkeln wieder alle Stäbchen bis zum nächsten V. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch ins letzte V häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und dann häkeln wir die verbliebenen Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Und hier häkeln wir in die dritte Luftmasche nur ein Stäbchen. Das heißt, auch hier haben wir jetzt 6 Stäbchen beim Vorderteil. Und wir wenden die Arbeit und in der zweiten Musterreihe machen wir mehr Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und verdoppeln das erste Stäbchen. Und wir häkeln alle Stäbchen, die bis zur Lücke vorhanden sind. Und wir häkeln in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann häkeln wir alle vorhandenen Stäbchen bis zum nächsten V. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In dieser zweiten Musterreihe häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und das bedeutet, dass der Ärmelteil jetzt um 4 Maschen angewachsen ist. Und genauso ist das beim Rückenteil und beim zweiten Ärmel. Ihr müsst nur in alle Ecken 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen häkeln. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück. Ich habe auch ins dritte V 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen gehäkelt. Und auch ins vierte V häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir alle Stäbchen des Vorderteiles ab. Und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir 2 Stäbchen. Das bedeutet, die Vorderteile wachsen in dieser zweiten Musterreihe um 3 Stäbchen und alle Zwischenbereiche wachsen um 4 Stäbchen. Und jetzt folgt wieder die erste Musterreihe und dann wieder die zweite Musterreihe und so weiter. Und wenn wir das zusammenklappen, so wie es später getragen wird, dann seht ihr, dass diese Vorderteile hier langsam zusammenwachsen. Wichtig ist,
dass wir immer in der ersten Musterreihe weniger Zunahmen haben und in der zweiten Musterreihe haben wir mehr Zunahmen. Und wir wiederholen nun diese zwei Musterreihen eine bestimmte Zeit, bis diese beiden Teile hier zusammengewachsen sind. Und ich schreibe euch für eure angeschlagene Maschenzahl die Anzahl der Reihen auf, rechts oben, die ihr häkeln müsst, bis die beiden Vorderteile gleich viele Maschen haben wie das Rückenteil. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben den Punkt erreicht, wo die beiden Vorderteile gleich viele Maschen haben wie das Rückenteil. Jetzt macht es aber bei Damen durchaus Sinn, dass die Vorderteile ein bisschen breiter werden als das Rückenteil. Und deshalb mache ich die Zunahmen noch weiter bis zum Ende der Passe. Das geht nicht sehr schnell, da müsst ihr keine Angst haben, denn auch das Rückenteil wächst ja weiter in die Breite. Am Ende werden sich die Vorderteile um einige Maschen überlappen bzw. um einige Maschen breiter sein als das Rückenteil. Und jetzt häkelt ihr im selben Rhythmus weiter, bis das Rückenteil eine bestimmte Breite erreicht hat, von Ecke zu Ecke, und messt das beim Rückenteil. Und ich schreibe euch die benötigten Maße für eure Größe oben in die Ecke. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Rückenteil hat die benötigte Breite erreicht. Die Vorderteile überlappen ein bisschen und ich habe die Passe so zusammengeklappt, wie sie später getragen wird. Es gibt aber noch keine schöne Seite. Es ist also egal, wie ihr die Passe zusammenklappt. Die beiden Seiten sind im Moment identisch. Wir bestimmen die schöne Seite erst ein bisschen später. Und jetzt müsst ihr eine Armprobe durchführen und dazu gebt ihr euch in die Lücken, in den Ecken, durch beide Teile durch einen Maschenmarkierer, und diese Masche würde ich ebenfalls mit einem Maschenmarkierer absichern. Und dann schaut ihr, ob die Passe so richtig ist. Es soll nicht unter den Armen klemmen und auch sonst nirgendwo. Wenn es noch zu knapp ist, lieber ein, zwei Reihen mehr machen und dann wieder eine Armprobe durchführen, bis ihr mit der Passform zufrieden seid. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Armprobe durchgeführt und ab jetzt gibt es keine Zunahmen mehr, auch hier am Anfang der Reihe nicht. Und das heißt, wir häkeln einfach drei Luftmaschen und wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Vorderteil gehäkelt. Wir kommen zum Ärmelteil und den lassen wir jetzt aus. Und das mache ich so. Ich lege diese zwei Lücken übereinander und häkle ein Stäbchen in die Lücke und dann häkle ich nach der Lücke beim nächsten Stäbchen weiter bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das Rückenteil gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt und beim zweiten Ärmel funktioniert das genau gleich. Ich gebe die zwei Lücken übereinander
und häkle durch die Lücken durch ein Stäbchen. Dann nach der Lücke weiter häkeln und wir befinden uns beim zweiten Vorderteil und wir häkeln wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, nicht vergessen, keine Zunahmen an den Rändern mehr machen. Ab jetzt geht das Teil gerade hinunter und in der nächsten Reihe passen wir unsere Maschenzahl an für das nachfolgende Muster. Das heißt, ihr müsst jetzt eure Stäbchen zählen, alle Stäbchen, die ihr jetzt habt, und diese Zahl notieren. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Stäbchen gezählt. Wir müssen die nächste Reihe dazu verwenden, die Maschenzahl für das nachfolgende Muster anzupassen. Wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist, plus 2 zusätzliche Maschen. Anders gesagt, ein Vielfaches von 3 plus 2 Maschen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe 162 Stäbchen und 162 ist zufällig durch 3 teilbar. Das heißt, ich muss nur 2 Stäbchen zunehmen und das mache ich unter beiden Armen. Das heißt, unter den Armen häkle ich zweimal 2 Stäbchen in eine Masche. Ihr müsst also eure Zahl nehmen, schauen, welches die nächste Zahl ist, die durch 3 teilbar ist und dann noch 2 zusätzliche Stäbchen dazu nehmen. Also bei mir ist die fertige Zahl dann 164. Und wenn ihr eure Zahl ermittelt habt, dann häkeln wir die Reihe hinüber und wie gesagt, diese wenigen Stäbchen, die wir zunehmen müssen, können wir unter dem Arm zunehmen. Da sieht man das nicht. Und wenn ihr eure Maschenzahl angepasst habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Maschenzahl angepasst und unter dem Arm habe ich die Zunahmen gemacht und ihr macht so viele, wie ihr benötigt. Und jetzt häkeln wir gemeinsam 2 Mustersätze. Ein Mustersatz besteht aus 4 Reihen und wenn wir den ersten Mustersatz gehäkelt haben, erkläre ich euch, wo bei dieser Jacke die schöne Seite ist. Wie gesagt, der Mustersatz besteht aus 4 Reihen. In der ersten Musterreihe müssen wir zunächst einmal das Muster einteilen. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt. Die nächste Masche lassen wir aus und wir häkeln in eine Masche ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. 2 auslassen und in jede dritte Masche häkeln wir ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wir haben also ein Randstäbchen, dann ein Stäbchen ausgelassen, das erste V und dann dazwischen immer 2 auslassen, ein V, 2 auslassen, ein V. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück.
Am Ende der Reihe müssen genau zwei Stäbchen übrig bleiben. Ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen. Das normale Stäbchen lassen wir aus und häkeln das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe beginnt mit drei Luftmaschen und wir springen ins V und häkeln vier Stäbchen in das V. Dann eine Luftmasche. Wir springen ins nächste V und häkeln vier Stäbchen in jedes V. Und ganz wichtig, zwischen den Gruppen eine Luftmasche. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jedes V vier Stäbchen gehäkelt. Dazwischen immer eine Luftmasche. Am Ende der Reihe brauchen wir keine Luftmasche. Wir häkeln direkt das Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir wenden die Arbeit. Der Unterteil erscheint eine Spur weiter als der obere. Das passt so, das ist bei mir auch so und unbedingt erforderlich. Die dritte Musterreihe beginnt zunächst mit drei Luftmaschen. Die zählen als Stäbchen, dann häkeln wir eine Luftmasche für den Abstand und dann häkeln wir ein Stäbchen in den ersten Maschenkopf, wo diese vier Luftmaschen herauskommen. Wir erhalten dadurch ein kleineres V. In dieser dritten Musterreihe wird das Muster versetzt und an den Rändern brauchen wir sozusagen ein halbes V. Dann springen wir in die nächste Lücke und häkeln ein Stäbchen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen in die Lücke. Wir springen zum nächsten V und häkeln ein Stäbchen, drei Luftmaschen und ein Stäbchen in die Lücke. Das heißt die ganz normalen V. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jede Lücke ein großes V gehäkelt. Am Ende bleibt eine Gruppe übrig. Und hier am Rand brauchen wir ein kleines V, so wie am Anfang der Reihe. Wir häkeln in die dritte Luftmasche. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Und wir wenden die Arbeit. Und in der vierten Musterreihe brauchen wir am Rand halbe Gruppen. Zunächst häkeln wir ein Randstäbchen und dann häkeln wir in das kleine V zwei Stäbchen, also eine halbe Gruppe. Dann brauchen wir hier eine Luftmasche und dann häkeln wir wieder vier Stäbchen in jedes vorhandene V. Und auch hier immer zwischen den Gruppen eine Luftmasche. Und ansonsten funktioniert diese vierte Musterreihe gleich wie die zweite Musterreihe, nur dass die Gruppen jetzt versetzt sind. Und diese Versetzung erreichen wir durch dieses halbe V und durch diese halbe Gruppe
am Rand und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder in jedes V4-Stäbchen gehäkelt. Dazwischen eine Luftmasche. Auch nach der letzten Gruppe brauchen wir eine Luftmasche. Und dann häkeln wir in das kleine V zunächst zwei Stäbchen. Die sind eine halbe Gruppe und dann häkeln wir das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir haben den Mustersatz jetzt einmal gehäkelt. Ich häkle den Mustersatz noch einmal mit euch, aber vorher erkläre ich noch die schöne Seite. Diese Seite, die ihr jetzt seht, ist die schöne Seite. Hier sind die Stäbchen glatter. Im Vergleich dazu seht ihr hier die Rückseite. Hier sind die Stäbchen erhaben und rauer und weniger glatt als auf der schönen Seite. Ihr müsst also später die Jacke nur so drehen, dass diese Seite, die glatter ist, außen ist. Und wir wenden die Arbeit. Und wir häkeln den Mustersatz noch einmal. Wie gesagt, er besteht aus 4 Reihen. Und dieser zweite Mustersatz wird dann stets wiederholt. Die erste Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen. Und wir häkeln in die nächste Lücke ein großes V, das heißt ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und wir springen von Lücke zu Lücke und häkeln immer ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in jede Lücke. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jede Lücke ein großes V gehäkelt. Am Ende bleiben 3 Stäbchen übrig. Wir überspringen 2 und häkeln nur noch das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe beginnt mit einem Randstäbchen, dann häkeln wir 4 Stäbchen in das erste V. Dann eine Luftmasche und wir häkeln in jedes V 4 Stäbchen. Und zwischen den Gruppen immer eine Luftmasche. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jedes V 4 Stäbchen gehäkelt. Dazwischen immer eine Luftmasche. Nach der letzten Vierergruppe brauchen wir keine Luftmasche. Wir häkeln das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Und wir wenden die Arbeit. In der dritten Musterreihe versetzen wir das Muster und das bedeutet, wir brauchen am Anfang und am Ende der Reihe kleine Vs. Wir häkeln 4 Luftmaschen und ein Stäbchen in die erste Masche, wo diese 4 Luftmaschen herauskommen. So erhalten wir ein kleineres V. Und dann springen wir wie gewohnt von Lücke zu Lücke und häkeln in jede Lücke ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Immer in die nächste Lücke springen, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet so. Wir haben hier am Ende eine ganze Gruppe
und wir brauchen am Rand ein kleines V. Wir bespringen die vier Stäbchen und häkeln in die dritte Luftmasche ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Und wir wenden die Arbeit und in der vierten Musterreihe brauchen wir zunächst das Randstäbchen, dann häkeln wir zwei Stäbchen in das kleine V, also eine halbe Gruppe, dann häkeln wir eine Luftmasche und dann häkeln wir wie gewohnt vier Stäbchen in jedes V und immer eine Luftmasche zwischen den Gruppen und wieder vier Stäbchen ins große V und eine Luftmasche. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe brauchen wir nach der letzten Vierergruppe eine Luftmasche. Dann haben wir hier noch das kleine V. Hier häkeln wir zunächst zwei Stäbchen. Das ist eine halbe Gruppe. Und dann suchen wir uns die dritte Luftmasche von unten und häkeln noch das Randstäbchen. Und diese letzten vier Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, aber am besten macht ihr eine Anprobe und ich schlage vor, dass wir alle immer ganze Mustersätze häkeln, damit wir dann wieder dieselbe Ausgangslage haben. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe von der Schulter gerade hinunter gemessen, circa 70 cm, und ich habe zum Beispiel 8 ganze Mustersätze gehäkelt. Das sind 32 Reihen, das kann bei euch aber anders sein. Und wenn ihr eure gewünschte Länge erreicht habt, dann häkeln wir jetzt die vorderen Kanten. Wir befinden uns automatisch auf der schönen Seite der Jacke. Und die erste Reihe besteht aus ganz normalen halben Stäbchen. Nachher machen wir dann eine kleine Variante, aber im Moment halbe Stäbchen. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle um jedes Randstäbchen zwei halbe Stäbchen. Und das machen wir, bis wir oben bei der Anschlagskette ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Anschlagskante angekommen. Bei mir ist es so, dass der Anfangsfaden auf dieser Seite des Ausschnitts hängt. Das kann aber bei euch auch anders sein. Das heißt, der Anfangsfaden kann auch auf dieser Seite sein, weil wir bei der Passe nicht alle dieselbe Reihenzahl haben. Und dann seht ihr eben diese Anschlagskette von dieser Seite. Das ist aber trotzdem richtig. Und jetzt häkle ich in jede vorhandene Einstichstelle ein halbes Stäbchen und ich steche hier tief ein. Ich verwende nicht nur den obersten Faden, sondern ich steche tief ein. Und wir häkeln
in jede vorhandene Einstichstelle ein halbes Stäbchen. Dann häkelt ihr auf der anderen Seite wieder hinunter bis zum unteren Rand der Jacke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe am unteren Rand angekommen. Um das letzte Randstäbchen häkle ich ein halbes Stäbchen und dann häkle ich ein halbes Stäbchen in dieses Stäbchen hier von der unteren Kante, damit wir hier eine schöne Verbindung zum unteren Rand haben. Dann wenden wir die Arbeit. Und jetzt machen wir zusammen abgemaschte feste Maschen. Das bedeutet, zunächst häkeln wir eine Steigeluftmasche, dann stechen wir sofort in den ersten Maschenkopf ein, holen den Faden durch und stechen in den nächsten Maschenkopf und holen den Faden durch und maschen alle drei Fäden ab. Dann stechen wir in dieselbe Masche ein, wo schon eine Masche drin ist. Wir holen den Faden durch und stechen in die nächste Masche und holen den Faden durch. Maschen alle drei Fäden ab. In dieselbe Masche einstechen, wo schon eine Masche drin ist, den Faden durchholen und in die nächste Masche einstechen, den Faden durchholen. Alle drei Fäden abmaschen. Ganz wichtig, immer in dieselbe Masche einstechen, wo schon eine Masche drin ist und dann in die nächste Masche. Und das machen wir, bis wir wieder am unteren Rand der Jacke ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Hier genau schauen, wo der letzte Maschenkopf ist. Auch hier in die Masche einstechen, wo schon eine Masche drin ist. Und dann die letzte Masche noch ganz normal häkeln. Und wir wenden die Arbeit und machen eine identische Reihe. Wir starten mit einer Luftmasche und wir beginnen im ersten Maschenkopf, holen den Faden durch und dann im zweiten Maschenkopf wieder den Faden durchholen, alle Fäden abmaschen. Immer rückwärts in die schon verwendete Masche einstechen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und ich habe mir markiert, wo ich die Knopflöcher haben möchte. Die Knopflöcher sind auf der im Tragen rechten Seite und ihr müsst euch zuerst das oberste Knopfloch markieren und dann im selben Abstand noch ein paar Knopflöcher machen. Ihr könnt natürlich so viele machen, wie ihr wollt. Am besten macht ihr eine Armprobe und schaut, wo ihr das oberste Knopfloch haben möchtet. Und ich achte darauf, dass zwischen den Klammern immer gleich viele feste Maschen sind. Und jetzt häkeln wir eine identische Reihe wieder zurück bis zum obersten Knopfloch und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Klammer angekommen, ich habe bis zur Klammer hin gehäkelt, meine Klammer deckt genau zwei Maschen zu, ich häkle zwei Luftmaschen. Ich überspringe zwei Maschen und häkle zunächst eine feste Masche. Und dann steche ich in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch,
dann in die nächste Masche, hole den Faden durch und masche alle Fäden gemeinsam ab. Und bei den anderen Klammern macht ihr das genau gleich. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und wieder zurück zum untersten Knopfloch und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück beim Knopfloch, genau schauen, bis zum letzten Maschenkopf die zusammen abgemaschten festen Maschen häkeln und dann häkle ich ins Knopfloch 3 feste Maschen. Und dann beginne ich nach dem Knopfloch wieder mit den zusammen abgemaschten festen Maschen. Und das machen wir bei allen Knopflöchern gleich. Und dann häkeln wir noch 2 Reihen im selben Muster darüber. Dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe die Blende fertig gehäkelt und die Knöpfe angenäht und ich habe einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Zunächst müsst ihr eine Anprobe machen und schauen, wie breit ihr den Ärmel haben wollt. Wenn ihr starke Oberarme habt, macht ihr den Ärmel über dieses gesamte Armloch. Wenn ihr eher die Ärmel schmaler wollt, kann man auch hier ein Stück weglassen und dann mit der Ärmelnaht schließen. Also bei mir hat jetzt zum Beispiel dieser Bereich 23 cm. Für mich genügen aber auch 20 cm. Und deshalb werde ich hier auf beiden Seiten zum Beispiel 6 Maschen weglassen und die dann mit der Ärmelnaht schließen. Das zeige ich euch dann. Als zweiten Schritt müsst ihr schauen, was hier die letzte Reihe für eine Reihe ist. Eine Reihe auf der schönen Seite liegt tiefer und die Stäbchen sind glatter und eine Reihe auf der Rückseite, da sind die Stäbchen erhabener und rauer. Bei mir ist die letzte Reihe eine glattere Reihe, das bedeutet, ich beginne den Ärmel auf der Innenseite. Wenn bei euch die letzte Reihe eine erhabene Reihe ist, dann beginnt ihr den Ärmel auf der Außenseite. Ansonsten funktioniert das aber genau gleich. Das heißt, ich drehe jetzt die Jacke um und beginne den Ärmel auf der Innenseite. Wir beginnen unter dem Arm. Ihr seht hier diese schrägen Lücken, wo wir den Ärmel abgeteilt haben. Und ich zähle ab der Lücke 6 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und beginne im 7. Stäbchen. Und auf der anderen Seite lasse ich dann ebenfalls 6 Stäbchen frei. Das kann bei euch anders sein. Wie gesagt, wenn ihr starke Oberarme habt, könnt ihr entweder in der Lücke beginnen oder beim ersten Stäbchen oder einfach ein paar Stäbchen auslassen. Unbedingt durch Anprobe verifizieren und notiert euch, was ihr beim ersten Ärmel gemacht habt, damit ihr das beim zweiten Ärmel noch wisst und dann genau gleich machen könnt. Ich schlinge hier neu an, verknote den Faden und ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen, die sind das erste Stäbchen und dann häkle ich auf jede vorhandene Masche ein Stäbchen bis zur anderen Seite hinüber. Und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich bin auf der anderen Seite angekommen und hier lasse ich gleich viele Stäbchen frei, wie auf dieser Seite. Und notiert euch die Anzahl der Stäbchen, die ihr hier gemacht habt, damit der zweite Ärmel genau gleich wird. Und wir beenden die Arbeit und wir starten mit 3 Luftmaschen und wir häkeln alle Stäbchen zurück bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und ich mache es so, am Ende der Reihe häkle ich kein Stäbchen in das Ersatzstäbchen. Das heißt, dass ich jetzt ein Stäbchen weniger habe als in der Vorreihe. Und das mache ich immer am Ende der Reihe. Auf diese Weise wird der Ärmel gleichmäßig auf beiden Seiten um ein Stäbchen schmaler. Also am Anfang der Reihe ganz normal die 3 Luftmaschen häkeln. Das ist das erste Stäbchen. Dann alle Stäbchen häkeln und am Ende der Reihe das Ersatzstäbchen einfach auslassen. Und das können wir aber nicht bis ganz hinunter machen, sondern ich reduziere die Maschenzahl ungefähr um ein Drittel. Auch das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Als Beispiel, ich habe oben 58 Stäbchen aufgenommen und ich nehme so lange ab, bis noch 40 Stäbchen übrig sind. Und wenn der Ärmel schmal genug ist, dann häkelt ihr das letzte Stück gerade hinunter. Das heißt, dass wir dann auch ins Ersatzstäbchen am Ende der Reihe immer ein Stäbchen häkeln, so dass die Maschenzahl dann unverändert bleibt. Und die Länge des Ärmels findet ihr ebenfalls am besten durch eine Anprobe heraus. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und ich zeige euch das noch einmal an diesem Ärmel. Hier ist der schräge Teil und dann das letzte Stück geht gerade hinunter. Und wenn euer Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel auf die gewünschte Länge gehäkelt. Ich habe die Jacke so umgedreht, dass die schöne Seite innen ist und dann habe ich mit demselben Faden immer um die Randstäbchen herum jeweils 2 feste Maschen gehäkelt. Bis hier herauf und hier noch diese einzelnen Maschen zusätzlich geschlossen. Und jetzt müsst ihr nur noch den zweiten Ärmel genau gleich machen und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.